schafft, ist das Ding hier gelaufen. Und Tarsen weiß das und baut weiterhin Druck auf. Bewacht eigentlich die Punkte für die Expansions. Sehr gut, auf der 5 Uhr und auf der 4 Uhr Position die Expansions werden sehr gut gescoutet durch den Sensor Tower. Fällt mir richtig gut und die Vikings machen gerade übliches. Es kommt gerade hier zum Viking Clash zwischen Tarsen und Goody und ich denke, ja, Goody hat auf jeden Fall den Vorteil, kann in Ruhe hier den Sieg davon tragen und ich, aber die Vikings alleine können eben nichts gegen Siege Tanks machen, da sie nicht landen können. Und da bringt den DA-Vorteil im Grunde gar nichts, da natürlich unser Freund Tarsen genug Möglichkeiten hat zu scannen. Und jetzt bringt er seine Siege Tanks in Ruhe in Position, um hier gegen vorzugehen. Jetzt kommt der Scan, jetzt kommt auf jeden Fall auch die View und der geht erneut gegen dieses Command-Set davor. Sehr, sehr schön. Und die Marodeure stimmen rein. Jetzt kommt der Push auf die einzelnen Siege Tanks und das könnte auf jeden Fall verheerend für unseren Freund Goody sein. Aber die einzelnen Marodeure werden vernichtet, aber Siege Tanks weiterhin auf dem Weg. Landen die einzelnen Vikings neben den Siege Tanks. Guter Weg jetzt hier auch, um gegen die Siege Tanks vorzugehen. Command Center ist dann erstmal secure und damit kann er die zweite Expansion in Ruhe aufbauen. Währenddessen unser Freund Tarsen, ich glaube, 4 Factories baut. Ja, es sind wirklich 4 auf der 3 Uhr Position exakt. Und damit kann er unglaublich intensiv seinen Tech-Build voraustreiben. Jo, während da oben dieser Push war, hat Goody sich gedacht, komm, leck mich doch am Arsch, ich hab 3 Helions. Die wissen eben gerade sowieso nicht, was sie tun sollen. Geh ich mal gucken, was treibt den Tarsen hier unten. Und ja, er hat auch 2 Planetary Fortress gesehen können. Das war auch das Letzte, was diese Helions jemals zu sehen bekommen haben. Ja. Leider Gottes. Und wir sehen jetzt auch links oben, ja, das Command Center ist gelandet. Aber es muss... Es liftet erneut und das finde ich einen kleinen Fehler auf jeden Fall von Goody. Hat auf jeden Fall ein kleines Stück zu früh geliftet. Das Command Center nur bei 50% des Lebens wird aber jetzt repariert. Und erneut sieht man hier auf der 9er Position kleiner Push von Tarsen. Und das könnte komplett ausreichen, um sich gegen diese neue Expansion zu erwehren. Goody hier hat zwar die View, aber er hat nicht die Reichweite von den Siege Tanks, um gegenzuhalten. Sehr, sehr schön. Planetary Fortress wird nicht fertig, muss erneut lüften und hat nur noch 300 Leben. Wohlgemerkt, das Gebäude brennt auch und das könnte auf jeden Fall hier einen erheblichen Schlag bedeuten. Hell hat es gut erkannt, also Main Base ist mined out, keine Minereien mehr und diese Expansion ist brennend eingekehrt und darfst du natürlich nicht als Terraner haben. Währenddessen der Gegner Tarsen auf einer guten dritten Expansion meint und gerade auch jetzt die vierte hochzieht, währenddessen gerade Goody mit seiner Barrack sehr, sehr gut scoutet auf der 6 Uhr Position. Wunderbar gemacht hier, aber Goody weiß natürlich, okay, er hat da die Expansion und er hat auch 2 andere Expansion, die er gesehen hat. Und er weiß eigentlich, in welcher prekären Situation er sich gerade befindet. Ich glaube, Goody ist im Grunde, er ist noch nicht wirklich ins Spiel reingekommen, habe ich das Gefühl, denn er hat hier schon Fehler gezeigt. Das sind eigentlich Anfängerfehler, finde ich, denn er hat massive Siege Tanks hier stehen gehabt, aber nicht an seiner Expansion. Nein, er hat sie einfach unten Richtung Gold Expansion stehen gehabt. Wir haben natürlich keine View nach oben gehabt, beziehungsweise auch nicht die Reichweite, deswegen konnte hier Tarsen einfach von hinten rein, hier mal schön, och, hallo Kommandozentrale, bam bam, ein paar Mal aufs Maul geben. Den musste er dann auch wieder abliften. Er baut hier ohne Ende Helions, wobei er weiß, mein Gegner, der fährt kein Biobuild, also was soll ich mit Helions? Verstehe ich nicht so ganz warum, aber vielleicht weißt du einen Grund. Naja, ich denke eher, dass der Goody gerade versucht, mehr oder weniger mit allen Einheiten, die er zur Verfügung hat, durchzukommen und Goody ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr gerne mit Helions arbeitet. Problem ist, normalerweise denkt er einfach, dass er mit Helions gut in die Mineral Line gelangen kann, um dann eben hier Schaden anzurichten, aber jetzt sieht man hier auf der 6 Uhr Position, dass er versucht hier mit der Barrack zu landen und viel Schaden anzurichten, aber der Marodeur und die SCVs haben es gescoutet und die Barrack geht natürlich down. Sehr, sehr übler Fehler von ihm, währenddessen er auf der 9 Uhr Position die Expansion veranschlagt und versucht langsam aber sicher sich gegen den Kontrahenten durchzusetzen. Unser Freund Tarsen ist dabei, jetzt hier Vehicle Weapons Level 1 und Armory Level 1 auch zu tacken und ist im Grunde fast fertig und baut auch eine weitere Expansion, ist jetzt dabei, jetzt hier auf jeden Fall auf die Gold Expansion zu gehen und Goody sollte auf keinen Fall die Gold Expansion zulassen, denn das wäre auf jeden Fall sein Todesurteil. Sie haben jetzt hier Blick auf die Ressourcen, also
Tars von 133 zu 137, weite Vorteile, Blick auf Umkampf zeigt, 1600 zu 1000. Also Tarsen ist in allen Punkten gerade im Vorteil, und obwohl Goody den R-Vorteil hält, kann er davon sich im Grunde nichts wirklich kaufen, denn das ist auf jeden Fall nicht genug, um hier das Spiel zu gewinnen. Und ja, wir haben direkt, die Gold-Expansion läuft. Gold-Expansion läuft auch direkt gut versorgt an Harvest. Und oh, jetzt kannst du mal links unten gucken. Da ist so eine kleine, süße, echt schnucklige Kommandozentrale auf dem Weg, weil Tarsen denkt sich, ich hab dicken Eier, ne? Mir gehört das Spiel. Wenn du von Goody guckst und auf die Kommandozentrale schaust, siehst du, dass sie so einen leicht grünen Schleier hat. Also möchte eigentlich eher scheinbar die auch dort planten. Wird aber gleich merken, dass dort scheinbar ein Fehler vorliegt und er sie dann nicht droppen kann. Und, was er die relativ gut gemacht hat. Also kleines, gemeines Frettchen dachte sich, hole ich mir das Teil einfach. Ja, also sieht genial aus, muss ich mal angucken. Die sind beide so übereinander. Ich sehe schon, ne? Das. So eine Sandwich-Position auf jeden Fall. Wir teilen uns noch ein bisschen auf und dann machen wir noch kleine Babys da drauf. So in etwa sieht das aus. Aber jetzt hier Mars Viking von Goody gegen diese Command Central, und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch down gehen. Hat keine Chance, 100 Leben noch, 80 Leben noch und es brennt down. Keine Chance auf Reparatur. Guck mal, ich sag jetzt mal Natural Gold Expansion von Goody, was da Schönes im gerade kommt. Jetzt kommt nämlich auch der Push. Ja, es sieht auch gerade jetzt hier, also Mars Thor on the way, und das ist auf jeden Fall ein gutes Bild gegen die Heatshanks. Die haben 400 Leben, können eben viel aushalten. Sehr, sehr gut, und das denke ich ist fast das GG. Jetzt hat auf jeden Fall Tarsen den Vorteil. Er hat mehr Income, er hat mehr, eine größere Army Size. Und da kommt natürlich auch direkt, wie ich gesagt habe, also keine Chance mehr, überhaupt ihr ins Game zu kommen. Er hat keine Chance gesehen, überhaupt Tarsen eine Expansion oder sowas abzujagen, und musste dementsprechend natürlich jetzt hier resignieren. Gutes Spiel von Tarsen, ohne Frage. Er hat es hier ganz, ganz klar das Spiel nach Hause gebracht. Solides Bild ab von ihm, guter Mac und Bio-Bild auf jeden Fall. Und Goody, muss ich sagen, tut mir leid, Lehrstunde für dich, Mac-Bild ist nicht dein Fall. Und in diesem Sinne ab in die Rinne zum nächsten Match. Auf jeden Fall. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.